Bei der Revolution 1789 sagten die Franzosen schon, es muss ein neues Shooter-Genre her. Doch es hat sich gezogen, es kam Call of Duty im Battlefield und es wurde fürchterlich schwer, ein gutes Spiel noch in diesem Genre zu kreieren und den Markt auf ein neues zu revolutionieren. Die Shooter wurden nur von Fenstern gespielt, mit ihren Piepstimmen machten sie schlechte LP. Und zwar kein Land in Sicht, auf die Games wieder Schatten von alte Firmenfans, die nur ihre Witze machten. Die Party. Wherever you go, whatever you do, I will be right here playing Splatoon. Whatever it takes, all my Spritzpistol breaks, I will be right here playing Splatoon. Gegen die Kiddies hetzen sein Kinderkonzern, der ständig wieder versucht, aus Fehlern anderer zu lernen. Bringt was Neues auf den Markt, natürlich wieder quietschebunt, doch Gameplay technisch einwandfrei und spielerisch rund. Man haut sich gegenseitig Farbe in die Fresse und als ob's nicht genug wär, kommt hier noch das Beste. Als Tickfisch in Eigenschleim pirscht man sich an den Gegner ran, doch kommt man in den Tapsprungfeind, wird man sichtbar und langsam. Das Game-System ist gut durchdacht und wenn Nintendo jetzt keinen Unsinn macht, dann wird das Game revolutionär und es gibt keine Aufstände mehr. Whatever you do, whatever you do, I will be right here playing Splatoon. Whatever it takes, so my Spritzpistol breaks, I will be right here playing Splatoon. Wherever you go, whatever you do, I will be right here playing Splatoon. Whatever it takes, so my Spritzpistol breaks, I will be right here playing Splatoon. Okay, geil, Mann, was ein Plattencomeback.